Ich möchte Ihnen ein, zwei Tricks mit der Vorschau im Zusammenhang mit PDF zeigen. Ganz klar gehen wir davon aus, wenn man die Vollversion von Adobe Acrobat hat, macht man das natürlich dort, aber vielleicht haben Sie mal einen Computer, der keine Acrobat-Version hat, und dann können Sie es auch direkt im Betriebssystem mit der Vorschau machen. Also ich klicke auf dieses File, rechte Maustaste, und da kann ich sagen Öffnen mit und öffne das mal mit der Vorschau. Das Erste, das Sie machen müssen, ist hier ganz oben links einstellen, dass Sie die Miniaturen haben. Generell ist auch immer eingestellt, dass es kontinuierlich scrollt. Ich stelle da meistens Einzelseiten ein, dass ich die Seite für Seite habe. Und wenn ich jetzt da scrolle, sehen Sie Seite 1, dann Seite 3, dann Seite 2. Ganz einfach die Seite 2 nehmen und mit Drag and Drop vor diese Seite ziehen und Sie haben das erste Problem schon gelöst. Zweites Problem, die Seite drehen, auch das geht. Ich muss es einfach in zwei Schritten machen. Einmal drehen und das zweite Mal drehen und dann habe ich das auch gelöst. Jetzt habe ich hier noch ein zweites PDF, das hat nur zwei Seiten. Das kann ich jetzt einfach mit Drag and Drop hier hineinziehen und schon habe ich das Ganze erledigt. Also auch das geht. Also Sie können Seiten sortieren, Sie können Seiten von anderen PDF-Dokumenten hinzufügen und wenn ich das natürlich jetzt wieder speichere, dann habe ich diese Version. Wie gesagt, ein kleiner Trick, wenn Sie mal kein Adobe Acrobat zur Verfügung haben.